Hallöchen, meine Lieben, eure Nina hier. Ja, wie ihr seht, ich bin wieder da, beziehungsweise wir sind wieder da. Und ja, ich wollte euch eigentlich nur mal so ein bisschen sagen, wie jetzt so der Stand der Dinge ist. Was 2016 auch so ein bisschen vorgefallen ist und ja, wie ich das Ganze jetzt auch so weitergehen wird. Von daher wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ich bin gerade bei den Pferden. Ich dachte mir, das passt so ein bisschen. Denn schließlich melden wir uns ja auch wieder zurück. Und ja, was war eigentlich 2016 los? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich mega froh, dass dieses Jahr vorbei ist. Es war überhaupt nicht unser Jahr. Also wirklich so von vorne bis hinten war es einfach nur ein bescheidenes Jahr, sage ich mal so. Und ja, ich hoffe, 2017 wird besser. Es kann an sich, finde ich, nur besser werden. Ich meine, viel schlimmer kann es echt nicht mehr werden. Und von daher schaue ich mal positiv so nach vorne. Aber ich mache euch auch nochmal so eine kurze Zusammenfassung, was überhaupt 2016 bei mir alles los war. Ein paar Sachen habt ihr mitbekommen, ein paar Sachen habt ihr jetzt nicht so mitbekommen. Von daher ja, gibt es jetzt einfach mal eine kurze Zusammenfassung. Ja, 2016 fing an sich gar nicht so übel an. So zumindest die ersten zwei Monate. Dann merkt man schon, okay, irgendwie war so ein bisschen der Wurm drin. Pi war regelmäßig verletzt, der war immer lahm, dann hat er sich riesig dick wieder erkältet. Dann hat er mal dies gehabt, das gehabt. Dann ja, kam dann irgendwann Kantis Verletzung auch, das war dann so im Frühjahr, wo wir toi 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 echt mega Glück gehabt haben, dass das nichts Schlimmeres geworden ist, sondern dass er da wirklich nur so eine riesig große Fleischwunde hatte. Die im Übrigen aber mittlerweile sehr, sehr gut verheilt ist. Da sieht man zum Glück so gut wie gar nichts mehr. Noch so eine kleine Narbe. Ja, aber da haben wir echt Glück gehabt. Dann kam Anfang Sommer und ab da merkte man, okay, jetzt ist so richtig der Wurm drin. Kam nämlich dann die Trennung von meinem langjährigen Freund oder Lebensabschnittsgefährten, wie auch immer. Und ja, das war eine sehr, sehr schwierige Zeit, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe das auch nie erwähnt im Channel oder so, weil ich dachte, okay, es hat jetzt nichts großartig mit dem Channel zu tun. Es war alles noch so frisch und insgesamt habe ich einige Zeit auch gebraucht, um da so richtig mit klarzukommen, weil gerade nach so vielen Jahren und nach so einer langen Zeit war das dann doch sehr eine sehr, sehr große Umgewöhnung, sage ich mal, die ich da machen musste. Zumal ich noch nie vorher in meinem Leben alleine gelebt habe, was ich dann tun musste. Und ja, da musste ich mich erstmal sehr, sehr dran gewöhnen und mittlerweile ist es aber alles so, ja, ist, dass das hinter mir liegt und es ist schade drum, aber manchmal passiert so etwas einfach. Ja, aber mit den Tieren blieb es natürlich auch nicht ruhig. Dann haben wir einige auch mitbekommen, sicherlich, ich hatte da Videos zu gemacht, dass mein Hund vergiftet wurde, also einer meiner Hunde. Und zwar der Dobi, der kleine Braune. Und der hat das so ganz knapp überlegt, der muss irgendwie Rattengift zu fressen bekommen haben. Ich habe keine Ahnung, wie er da dran gekommen ist, weil bei mir auf der Finca, auf dem gesamten Grundstück, gibt es absolut kein Rattengift. Also ich würde sowas niemals auslegen, weil ich halt die ganzen Tiere habe. Wir wissen nicht, wo er es her hatte. Auf jeden Fall hatte er eine Vergiftung, hat das so ganz knapp überlebt mit Bluttransfusion und allem drum und dran. Aber es ging ihm dann zum Glück wieder gut. Und ja, auch mit den Pferden zog sich das alles immer so die ganze Zeit, immer mal wieder. Und wir kamen irgendwie nicht so richtig zum Arbeiten, auch mit Pi nicht. Ich kam nicht so wirklich zum Reiten, was echt mega schade war. So, ich muss mich einmal kurz anders hinsetzen, weil die Sonne mega in die Kamera geschienen hat. So, ich glaube, jetzt ist es besser auf jeden Fall. Ja, die Jungs sind immer noch fleißig hier am Fressen. Ja, also wie gesagt, wir kamen irgendwie nicht so wirklich zum Arbeiten und es waren irgendwie immer mal wieder Wehwehchen. Es war halt einfach echt so der Wurm drin. Aber ich finde, das Ganze ging an sich noch, denn ich habe ja nicht geahnt, was dann gegen Ende des Jahres auch noch passieren wird. Was auch immer da hinten los ist. Ich hoffe, die rennen mich gleich nicht um, wenn ich hier so mit einem Stroh sitze. Bella, hör auf, den Esel zu ärgern. Dann kam der Vorfall, der, ja, den ich in meinem letzten Video kurz angerissen habe, beziehungsweise mitgeteilt habe, weswegen ich die lange Pause brauchte. Von jetzt auf gleich ging es ja dem Riss deutlich schlechter und was heißt deutlich schlechter, es ging ihm vorher eigentlich super und auf einmal ging es ihm so richtig mies und ja, das kam sehr überraschend und am Ende musste ich ja leider dann wirklich den Schritt gehen und entscheiden, dass der Riss eingeschläfert wird und es fällt mir immer noch sehr schwer, da so richtig drüber zu reden. Deswegen werde ich das jetzt auch nicht, wer weiß, wie ausführlich erzählen oder was da genau passiert ist, erzählen. Das ist einfach alles für mich noch viel zu früh. Es war aber auf jeden Fall so der Punkt, dass das so quasi das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil ohnehin ja in diesem Jahr schon echt so mega viel passiert ist. Und ich da dann einfach gesagt habe, okay, ich brauche jetzt Pause. Ich brauche echt einfach nochmal Zeit für mich. Ich muss mich selbst auch einfach nochmal wieder sammeln und fassen.
wenn man es vielleicht, also ich selbst habe es wie gesagt echt so an den Videos schon gesehen, dass ich manchmal nicht mehr so ganz dabei war, einfach nicht mehr so voller Freude war, wie es halt vorher war, weil halt einfach so der Kopf immer irgendwelche Hintergedanken noch hatte, dass irgendwie wieder was war. Und da habe ich gesagt, okay, du brauchst jetzt echt diese Ruhe, und gerade weil Risk halt auch so ein mega wichtiger Bestandteil war und ja, dieses Pferd so lange Zeit hatte, 15 Jahre, er ist 19 Jahre alt geworden und war wirklich schwierig. Jetzt mittlerweile geht es mit, ich habe mich jetzt auch daran gewöhnt, dass jetzt halt nur noch Pi und Kanti da sind, aber es war echt schon eine sehr schwierige Zeit. Und eigentlich dachte ich, okay, jetzt kann es wirklich nicht mehr schlimmer werden. Geht gar nicht, was soll jetzt eigentlich noch passieren? Ja, kurz vor Ende des Jahres dann aber leider doch nochmal ein Knall. Und zwar ist der Domi wieder, der Hund, der auch die Vergiftung hatte im Frühjahr. Der hat sich irgendwie in ein Loch unter den Zaun gebuddelt und ist abgehauen. Und ja, ich habe ihn dann überall gesucht. Ich habe ihn nirgendwo finden können. Bin dann mit dem Auto rumgefahren, habe ihn da auch nirgendwo gefunden. Bin dann irgendwann wieder zurückgefahren nach Hause, weil ich dachte, okay, vielleicht ist er in der Zwischenzeit wieder aufgetaucht. War er dann auch, lag aber einfach nur auf dem Weg, wo ich mit dem Auto immer zum Haushof fahre, und hat sich nicht mehr von der Stelle gerührt. Und dann merke ich schon, okay, irgendwas stimmt so absolut nicht mit dem. Hab mir den Hund genauer angeguckt, der hatte überall Wunden, hatte überall Macken und alles. Und perfektes Timing, mein Nachbar fährt jetzt mit dem Trecker vorbei. Ich hoffe, das ist nicht allzu laut. Ja, auf jeden Fall hatte er überall Wunden und ich dachte mir, okay, nee, da stimmt absolut irgendwas nicht, da muss irgendwas passiert sein. Hab den Hund eingepackt, bin sofort in die Tierklinik gefahren und dann haben sie ihn auf den Kopf gestellt, haben geröntgt, haben ihn angeschaut, haben alles Mögliche geguckt und Vermutung, beziehungsweise was heißt Vermutung, zu 99% ist es eigentlich so, ist er höchstwahrscheinlich angefahren worden. Und ich weiß nicht, ob die einfach weitergefahren sind oder ob er halt direkt abgehauen ist. Ich habe keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie es passiert ist. Auf jeden Fall hat er so einige Schürfwunden gehabt, was an sich überhaupt nicht so schlimm war. Aber er hat sich leider dabei auch einen Wirbel gebrochen, und zwar genau in der Hüfte. Und das war natürlich extremst schmerzhaft für ihn. Deswegen wollte er auch nicht aufstehen. Das heißt, er hat dann Schmerzmittel bekommen. Wir haben dann immer wieder genau geschaut. Am Ende war es, weil es halt so eine echt blöde Stelle an sich ist, wo man auch sehr schwer operieren kann, dass wir gesagt haben, wir warten erstmal ab, ob es so zusammenwächst. Wenn nicht, müssen wir operieren. Also sprich, wenn er anfängt, dass er sich nicht mehr richtig bewegen kann oder dass er beispielsweise keine Häufchen mehr machen kann oder irgendwie was, dann müssen wir auf jeden Fall was machen. Ansonsten schauen wir, hat es eventuell gute Chancen, dass es ohne OP wieder zusammenwächst. Und es hat wirklich, ich habe so oft gebangt, aber es hat geklappt. Also mittlerweile geht es ihm deutlich besser. Er läuft wieder recht normal. Man merkt so von, er musste halt sehr, sehr lange Zeit einfach nur in einer Hundebox, in so einer großen Transportbox verbleiben, weil er sich nicht bewegen durfte. Ich durfte ihn immer nur so zum Geschäft machen rausholen und danach wieder sofort reintun, weil er durfte halt nicht großartig laufen und auf gar keinen Fall springen oder irgendwie was, was natürlich echt gemein war. Aber er hat das gut überstanden. Mittlerweile, also er muss immer noch in der Box bleiben, er braucht immer noch Ruhe. Aber mittlerweile, wenn ich ihn raushole, läuft er wieder normal. Eine Zeit lang ist er immer nur hinten auf einem Bein gelaufen. Jetzt mittlerweile benutzt er beide Beine wieder. Und wird auch echt wieder munterer, weil man hat echt gemerkt, der Unfall hat den ganz schön mitgenommen. Also der war nicht mehr er selbst. Er hat sehr, sehr schlecht gefressen, teilweise gar nicht gefressen. War so total abwesend, hat sich überhaupt nicht wirklich gefreut. Und das kommt jetzt alles zum Glück wieder. Und da bin ich echt mega happy drüber, dass wir das auch im Unglück doch noch deutlich gut überstanden haben. Ja, und am Ende, quasi so wirklich komplett am Ende des Jahres, über Weihnachten, Neujahr, bin ich dann nochmal komplett krank gewesen. Also mich hat es wirklich so, ich glaube, 3,5 Wochen komplett aus den Socken gehauen. Ich bin flach gelegen im Bett, konnte nicht wirklich was machen. Von daher war es eigentlich ganz gut, dass ich ohnehin die Pause mit YouTube und allem drum und dran gemacht habe. Passte dann irgendwie so ganz gut da rein. Aber ich habe mir dann ganz fest vorgenommen, jetzt für 2017 fangen wir auf jeden Fall wieder an. Ich gucke jetzt einfach so nach vorne und sehe einfach mal so die paar wenigen positiven Sachen, die letztes Jahr passiert sind. Es gab natürlich auch ein paar positive Sachen. Ich habe einige neue Leute kennengelernt, dafür auch mit anderen Leuten nicht mehr befreundet, aber wo ich jetzt im Nachhinein eigentlich auch überhaupt nicht traurig drum bin. Ja, dafür viele nette Leute kennengelernt, mit denen ich mich echt super angefreundet habe. Viele andere Sachen so, die eigentlich schon so einen positiven Aspekt immer noch so einen kleinen Lichtblick gebracht haben. Und daran halte ich jetzt einfach fest. Schau einfach,
Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe eigentlich für dieses Jahr, ist, dass dieses Jahr besser wird als das letzte Jahr. Mehr will ich gar nicht. Also ich habe mir jetzt keine großen Vorsätze gemacht oder sonst irgendetwas. Ich will einfach nur, dass 2017 besser wird als 2016. Ja, wie geht's dann also hier weiter? Ich werde jetzt wieder regelmäßig anfangen, Videos zu machen. Wie gewohnt eigentlich von früher noch montagsabends immer 18 Uhr. So wie heute quasi auch. Und ja, werde auch bei Instagram wieder mehr anfangen zu posten. Werde auch bei Snapchat wieder mal anfangen. Das habe ich ja auch komplett dann liegen lassen. Weil das dann doch schon wieder sehr privat gewesen wäre. Aber ja, damit fangen wir alles wieder an. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf das kommende Jahr jetzt und auch auf das Jahr mit euch. Ich habe mir so einige Sachen überlegt für den Channel auch, ein paar Sachen, die ich ein bisschen anders machen möchte. Ich plane auch noch ein anderes Projekt, was aber jetzt mit dem Channel nicht unbedingt zu tun hat, aber da freue ich mich auch schon auf jeden Fall riesig drauf und es ist etwas, was mir mega viel Spaß macht, deswegen, ja, schauen wir einfach mal, wie das laufen wird. Und ansonsten schauen wir einfach voraus. Und hoffen, dass das einfach mal diesmal wirklich ein tolles Jahr wird. Das war also eben kurz, ich bin wieder da. Was ist 2016 passiert und was soll jetzt 2017 gefährlichst passieren? Ich hoffe natürlich, dass es euch irgendwie gefallen hat, mal wieder ein Lebenszeichen von mir zu hören. Ab sofort geht es, wie gesagt, wieder los. Ich freue mich schon riesig drauf, denn auch wenn ich diese Pause unbedingt brauchte, so bitte, habe ich es natürlich trotzdem mega vermisst und bin mega happy jetzt auch, dass wir wieder anfangen. Es wird sich natürlich einiges ändern, auch gerade weil Riss nicht mehr da ist, aber ich freue mich trotzdem. Bis dahin dann, tschüss!